kaum eine wissenschaftliche Arbeit, ohne dass es Bilder oder Abbildungen gibt. Aber wie gehen wir richtig damit um? Nehmen wir dieses Bild zum Beispiel, welches in einem Paper veröffentlicht wurde. Hier sieht man deutlich die Bildunterschrift. Bilder werden durchnummeriert und mit einem beschreibenden Text versehen. Das ist die sogenannte Bildunterschrift und es ist im Endeffekt eine Kurzform, die beschreibt, was man in diesem Bild, Diagramm oder Tabelle sieht oder was hier gezeigt wird. In diesem Fall die Zahl 21, die in den eckigen Klammern, das ist eine Quellenangabe nach dem IEEE-Standard, aber dazu vielleicht ein bisschen mehr. Gut, das Bild kommt aus einem veröffentlichten Paper, das selbst wieder eine wissenschaftliche Arbeit ist und würde daher den Anforderungen genügen, dass auch wir diese in einer wissenschaftlichen Arbeit verwenden. Denn wissenschaftliche Arbeit stützt sich ja immer auf andere wissenschaftliche Arbeiten. Allerdings nur dann, wenn wir auch die Quelle angeben. Ansonsten ist es ein Plagiat oder beziehungsweise eine Urheberrechtsverletzung. Also wenn wir eine wissenschaftliche Arbeit haben, dann müssen wir ja immer die Quellenangaben machen. Und wenn wir dieses Bild jetzt bei uns verwenden, dann einmal ohne die Bildunterschrift, da kommt eine eigene hin. Zum Beispiel Abbildung 1, Darstellung von Ergebnissen der Bildsegmentierung mit den FCIS++++ und MARC-RCNN Ansatz. Und dann Quelle, in diesem Fall REN. Also auch bei uns ist die Abbildung natürlich durchnummeriert und eine Quellenangabe da. So, und die Quelle REN, die sagt jetzt natürlich gar niemandem was, also steht im Literaturverzeichnis die entsprechende Shortcut REN in diesem Fall und dann wer das gemacht hat. Ja, wer das gemacht hat, dann in diesem Fall der Titel, wo es veröffentlicht wurde, wann und so weiter und so weiter. So, dies ist jetzt schön. Ja, nur wie kommt das REN zustande und wie ist das mit den Quellenangaben? Gleich vorweg, gar nicht so einfach. Das hier ist jetzt ein Literaturverzeichnis-Eintrag nach ISO 690. Da gibt es aber sehr viele verschiedene. Da gibt es APA, da gibt es MLM, da gibt es Chicago, da gibt es ISO, da gibt es IEEE und so weiter und so weiter und so weiter. Also wie das Format hier genau steht, ja, was in welcher Reihenfolge ist, was kursiv ist, was vielleicht fettgeschrieben ist, ob ein Autor angegeben ist oder mehrere, wenn es mehrere gibt oder sofort et al. Wie in diesem Fall. Das ist jetzt abhängig von diesem Standard. Und weil es so schön ist, machen viele ohne es so ihr eigenes Süppchen und nennen das dann, das ist der Standard für wissenschaftliches Arbeiten an dieser Universität. Da fragt man sich natürlich, wenn das alles so wissenschaftlich ist, warum gibt es dann Standards, die von Gremien abgesegnet sind und ohne es machen dann wieder eigene davon. Aber das ist ein anderes Kapitel. So, warum werden die Abbildungen, Diagramme und Tabellen eigentlich durchnummeriert? Und ja, Tabellen haben einen eigenen Nummernkreis und Bilder entsprechend wieder. Aber warum ist das so? Es ist so, dass Bilder und so nicht nur aus einer Bildunterschrift bestehen, sondern auch im Fließtext darauf verwiesen wird. Bilder stehen nicht für sich allein, das heißt, im Text ist beschreibend, was man denn dort sieht. Dazu muss man natürlich auf das Bild verweisen. So, das heißt, wenn ich eine Abbildung habe, dann gibt es irgendwo einen Text, wo steht, okay, wie in Abbildung 3 ersichtlich ist, da, 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 da. Jetzt könnte ich natürlich auch schreiben, Abbildung unten oder in der Abbildung oben. Das würde natürlich funktionieren, allerdings hat das einen kleinen Nachteil. Und zwar ist es so, dass die wissenschaftlichen Arbeiten häufig irgendwo veröffentlicht werden und auch gedruckt werden. Und dann will man natürlich Druckkosten sparen, so gut es geht, und keine halbleeren Seiten haben, weil sich's halt mit dem Bild gerade so ausgegangen ist oder eben nicht mehr ausgegangen ist auf der vorherigen Seite. Deswegen wird häufig entsprechend der Inhalt verschoben. Man will auch ein schönes Bild haben, wenn man die Seite so ansieht und nicht wie hier im rechten Pfeil gezeigt, vielleicht nur so einen Satz irgendwo am Anfang der Seite stehen und dann gleich ein großes Bild. Also werden Sachen verschoben und dann kann man nicht mehr sagen, dass das Bild unten oder oben ist, weil es eben verschoben ist vielleicht. Und dann ist es gut, wenn man einfach durchnummeriert hat, dann kann man das Bild entsprechend suchen. Okay, sehen wir uns ein paar Beispiele an. Hier zum Beispiel aus dem gleichen Paper. Dort oben gelb markiert steht Figur 5 und auf der nächsten Seite ist dann das entsprechende Bild. Also nicht direkt runter,
sondern erst auf der nächsten Seite. Außerdem gibt es hier noch Verweise auf Figur 2 und Figur 4, das heißt, die sind wahrscheinlich vorher irgendwo gewesen, wenn da unten 5 ist. Oder mit Sicherheit. Und dann weiß ich, wo ich ungefähr suchen kann und wo ich mir das ansehen kann. Auch hier Tabelle 3 wird hier weiter unten dann verwendet und man sieht auch, es ist einfach dann mehrfach darauf zu verwenden. Ja? Also gelb markiert wird häufig auf die Tabelle 3 verwiesen. Und wie gesagt, die Seiten sind im Allgemeinen alle gefüllt, schön gefüllt. Ja, und das ergibt auch ein schönes Bild. Man könnte hier glauben, Bilder müssen immer am Anfang der Seite sein. Nein, das ist nicht so, aber es hat sich halt gezeigt, den Lesefluss und so ist es durchaus förderlich, wenn diese irgendwie so am Rand sind, damit man auch längere Textpassagen mal hat. Na gut, soweit zu dem Thema mal. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.